Herzlich willkommen zu Moodle Tipps und Tricks. Heute ein Wiki anlegen und bearbeiten. Mit der Aktivität Wiki ist es in Moodle möglich, gemeinsam eine Website mit Unterseiten zu gestalten, ohne über besondere Programmierkenntnisse zu verfügen. Die Studierenden können gemeinsam den Inhalt der Wiki-Seiten erstellen, erweitern und verändern. Alternativ können Sie als lehrende Person im Kurs ein eigenes Wiki zur Verfügung stellen. Um ein Wiki anzulegen, klicken Sie im Kurs rechts neben dem Kurstitel auf das Zahnrad. Wählen Sie den Punkt Bearbeiten einschalten. Klicken Sie nun auf Material oder Aktivität anlegen und wählen Sie die Aktivität Wiki. Füllen Sie die Pflichtfelder Name des Wikis und Name der Startseite aus und vergeben Sie, wenn Sie möchten, eine Beschreibung. Beachten Sie, dass sich der Name der Startseite im Nachhinein nicht mehr verändern lässt. Wählen Sie beim Punkt Wiki-Modus zwischen den Varianten Gemeinsames Wiki oder Persönliches Wiki. Ein gemeinsames Wiki wird von allen Teilnehmerinnen gemeinschaftlich geführt. Beiträge können von allen erstellt, geändert oder gelöscht werden. Ein persönliches Wiki heißt, dass für jede Person ein eigenes Wiki erstellt wird, das nur von dieser bearbeitet und eingesehen werden kann. Die Punkte Format, weitere Einstellungen, Voraussetzungen und Kompetenzen können Sie unverändert übernehmen. Klicken Sie auf Speichern und Anzeigen. Sie gelangen zur Startseite, um diese zu bearbeiten. Den Namen der Startseite haben Sie bereits gewählt. Als Format empfehlen wir das HTML-Format. Klicken Sie auf Seite erstellen. Sie gelangen nun in den Bearbeitermodus der Seite. Bearbeiten Sie nun die Seite nach Ihren Wünschen. Sind Sie mit Ihrer Seite zufrieden, klicken Sie auf Speichern. Um eine neue Seite im Wiki anzulegen, können Sie dies direkt bei der Bearbeitung Ihrer Startseite tun, indem Sie den Titel der neuen Seite in doppelte eckige Klammern setzen. Speichern Sie die Startseite ab. Klicken Sie nun auf den kursiven Link und kreieren Sie so die neue Seite. Diese ist nun eine in Ihrem Wiki verlinkte Seite. Indem Sie auf Ihr Wiki klicken, kommen Sie auf die Startseite zurück und können diese weiter bearbeiten. Im Karteiblatt Verlauf sehen Sie alle Änderungen Ihres Wikis als Versionen abgelegt. Sie haben auch die Möglichkeit, eine Datei zu verlinken. Klicken Sie dazu auf das Karteiblatt Dateien. Sie können nun eine zuvor hochgeladene Datei auswählen oder eine neue Datei hochladen. Dazu klicken Sie auf das Karteiblatt Dateien und wählen Wiki-Dateien bearbeiten. Sie werden zur Upload-Möglichkeit weitergeleitet. Haben Sie eine Datei ausgewählt bzw. hochgeladen, klicken Sie auf das Karteiblatt Bearbeiten. Schreiben Sie einen Text, bei dem Sie die Datei hinterlegen möchten. Markieren Sie diesen und klicken Sie auf das Symbol Link einfügen, bearbeiten. Wählen Sie neben der Adresszeile das Icon Durchsuchen und wählen Sie den Punkt Letzte Dateien oder eingebettete Dateien. Wählen Sie die Datei, die Sie verlinken möchten und speichern Sie Ihre Änderungen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Tipp.